Außer irgendeine seltsame Mütze, von der ich hier leider keine Spur sehe. Anschließend auch auf keine Person angetroffen ist und angeblich auch niemand in der Nähe reden hören hat. Und dann hat er sich gedacht, nimmt er sich den Humvee, weil er offen steht, und fährt damit mal in die nächste Stadt rein. Wurde dann aber zum Glück gestoppt von unserem Helikopter-Späher. Und er konnte daraufhin nicht weiter fliehen und wir konnten ihn festnehmen. Gut, ich denke, das haben alle hier Anwesenden gut verstanden. Dementsprechend würde ich sagen, Lotte, die Schuld, ja, es gibt definitiv eine Schuld, würde ich behaupten, auf Diebstahl Militäreigentum, sehe ich das richtig? Ja, so würde ich das auch bezeichnen. Was sagen Sie denn selbst noch dazu? Also ich kann nur betonen, dass ich das Unfall überleben habe. Ich lasse mir hier jetzt nichts vorwerfen, das war kein absichtlicher Diebstahl. Na gut, Herr Kommandant, ich muss dementsprechend Ihnen leider beipflichten, wenn er nur versucht zu überleben, das versuchen wir selber auch zu tun. Wir haben es auch in unserer GA gelernt, wie Sie wissen, dass wir da doch im Fall eines Überlebens, besonders in der Einzelkämpferausbildung, doch alles tun, was notwendig ist. Im Sinne hat er eigentlich nur Survival of the Fittest, na klar, verstehe ich schon. Ja. Dementsprechend würde ich als Schriftführer natürlich mit Erlaubnis der anwesenden Richter folgendes Urteil fällen. Der Angeklagte wird freigelassen und hat die Option wegzugehen. Sind alle damit einverstanden? Einverstanden. Ja. Grünes Männchen? Ja, du einverstanden. Ich ringe mit einverstanden. So Lex gerade mal. Ich denke, ich bin damit einverstanden. Was sagen Sie denn dazu? Sind Sie auch damit einverstanden? Ja, bin ich. Vielen Dank. Natürlich, selbstverständlich. Brad Pitt mal entwaffnet. Ja. Dann arbeiten wir mal kurz an ihm. Währenddessen gehe ich mal vor zu unserem zweiten und Lieblingsfall, würde ich behaupten. Mein Lord. Bei Brad Pitt nochmal was sagen. Sie wenn ich einen Sieg verneige. Ihnen wird... Wow, das ist unglaublich, diese Liste. Einiges vorgeworfen. Also zunächst sollten Sie vor einiger Zeit, so wie wir es gehört haben, einige unserer Freunde beleidigt haben. Haben Sie dazu etwas zu sagen? Beleidigung wird bei uns doch relativ schlimm angemessen. Ich hoffe, Sie verstehen das. Wir sind da relativ ehrenvoll. Haram und so. So, Sie sind frei. Sie können jetzt gehen. Vielen Dank. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag allgemein. Ebenfalls. Ihnen auch noch. Viel Glück beim Überleben. Also, mein Lord. Salutieren! Danke. Anlegen! Noch. Und Schuss! Weitermachen, Soldat. Also, mein Lord, haben Sie etwas zu sagen dazu? Haben Sie sich irgendwie zu äußern? Nö. Okay, dann fahre ich fort mit der Anklage. Ich will, Ihnen bitte. Ihnen wird ebenfalls vorgeworfen, dass Sie einfach nur grausiges RP betreiben sollen. Ihr Leben geradezu wegwerfen. Das ist eine Sünde. Sie sollen Ihr Leben ehren, steht es in der Bibel. Gott hat es Ihnen geschenkt, mein Sohn. Klatsch, nehmen dir nochmal die Bibel ins Gesicht, dass es auch sieht. Nicht weggeben. Hier, bitteschön. Lesen, Nachtlektüre. Oh, Leute. Da oben längst neuer Auftrag reingekommen. Weiterhin wird Ihnen vorgeworfen, sich nicht... No, Moment, ich habe mich verlesen, es tut mir leid. Nicht mit uns zu kooperieren. Das ist noch viel schlimmer. Soll vorkommen. Denn nicht kooperieren finden wir nicht so toll. Na? So. Hier, Herr Pitt. Ihnen jetzt die Sprache verschlagen. Ja? Zuleitet. Ja, ich bin leider nicht... Halt Sie die Schnauze! Spaß daran haben, Menschen. Ich habe sich vorgewarnt. Das war meine letzte Warnung. Also. Wollen Sie noch weiterreden? Der nächste wird tödlicher sein. Sie wissen, wir sind so relativ gefährlich, Menschen. Also, mein Lord. Haben Sie irgendwas mit dem Da sind Sie ja voll auf meinen Blick reingefallen. Ich will noch nicht sagen. Ich bin ja gerade aufs Übelste am Rumschreien. Okay, passen Sie auf, mein Lord. Mein Bruder schläft niemand. Dann werde ich Ihnen jetzt auch noch kurz den Urteilsspruch vorlesen. Achtung, ich plädiere für Gottes Urteil. Ich möchte vollstrecken, bitte. Der Herr wird auf die Straße gestellt. Oder unter Wasser. Das sind die zwei Alternativen. Mit gefesselten Händen. Und wir schauen mal, wie lange er es so macht. Wenn er es länger
als die nächsten 20 Minuten überlebt, soll er leben. Ich habe eine Idee. Er lockt sich dann einfach aus. Wird er von Gott gerichtet. Was war die Idee von Johannes? Okay. Einfach auf die Straße und ins Wasser zu stellen. Ich wäre dafür, dass wir ihn laufen lassen und dann hinterher schießen und ihn abknallen. Wir geben ihm Vorsprung und er muss es innerhalb von einer halben Minute oder von in 10 Sekunden Herr muss Mari, das bis zum Wasser kommen. Was ist denn die Idee? Lockt er sich aus oder so. Was? Er kann davonlaufen, wir lassen ihn frei und dann darf er weglaufen. Und wenn er es innerhalb von 10 Sekunden einen Kilometer schafft, kann er überleben. Ein Kilometer. Wir meinen innerhalb von 10 Sekunden außerhalb der Reichweite unserer Gewehre. Das können wir probieren. Allerdings denke ich, wir verarzten ihn davon nicht, oder? Nein. Er braucht keine Verarztung. Oh ja, mein Lord. Doch, sonst kann er gar nicht rennen. Keine ich werde nicht davon laufen, ihr könnt mich gleich hinrichten. Gut, dann denke ich, sprechen wir mal ab, Herr Mciari, ich habe einen anderen Vorschlag. Darf ich schießen? Machen wir es wenigstens etwas qualvoller für den Herrn. Nein, komm, ich überfahre den mit dem Polizeiauto. Nein, VDM, nein. Da kriegen wir Ärger. Was denken Sie? Woher kommt das erste Auto? Machen wir mal eine Wette. Ich sag Turgos. Wir legen uns alle hin und schießen, okay? Nur Bam darf treffen. Ja, das Auto. Komm her, Bam. Du darfst ihn abknallen. Ich hoffe, Sie verstehen, was jetzt gerade hier abläuft. Wenn hier Autos wieder starten, wir legen uns an Straßen dran. Sie eigentlich von ziemlich schnell zu fahren. Nach dieser Kurve in der Regel nicht nach vorne zu verstehen. Alter, ist so geil. Geil. Ich denke, Sie wissen, was passiert, wenn Sparky ein Fahrzeug da relativ hohe Geschwindigkeit auf Sie einfährt. Hat sich gerade geheilt. Nicht innerhalb der nächsten paar Minuten passieren, gesehen? Werden meine übrigen wunderschönen Kollegen da vorne mit heilen ist hier nicht. Ihnen Johannes, mal hinne jetzt. Erleichtern oder verkürzen zumindest. Du darfst wegschießen, Johannes. Davon aus, dass die nächsten Ausschlag kommen wird, zumindest hoffen wir es mal so, ne? Ich meine, es soll für jeden Urteil geben. Ich muss eben nicht über die Bremsgesetze und das Newton'sche Axiom und so weiter irgendwie erläutern, was passiert, wenn ein Auto irgendwie reinfährt, richtig? Kraft ist meistens bei Beschleunigung und so und auf jede Kraft oder wirkt auch eine Johannes, jetzt hör auf, den voll zu sülzen, dann komm mal vorbei her. Sie scheinen zumindest intellektuell zu sein. Sie sind nicht so dumm, dass sie hier noch irgendwie groß beleidigen rauskommen. Ich schieß gleich Johannes ins Bein. Also, gut, Herr Mylord, ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag, viel Erfolg. Mal schauen, wie sich das jetzt hier abläuft. So, Johannes. Warten. Erst schieß ich schieß daneben, keine Sorge, dann schießt du. Also, Sie sind hier, wie gesagt, nur angeklagt. Sollen wir? Sie dürfen jetzt übrigens reden, also ich gebe Ihnen jetzt offiziell die Erlaubnis, danach können wir auch dann nicht mehr machen. Jo. Achtung, also, fertig, Feuer! Und das Urteil wurde vollstreckt. Wunderbar. Also, Herr Brad Pitt, Sie sind einfach nur angeklagt des Stalkens. Sie haben hier mehrfach irgendwie anscheinend die Leute ziemlich penetriert.